die Borderlands Speedrun wollen. Aber da habe ich bei irgendeinem GDQ-Event auch mal angefangen, einen Speedrun von, was war das? Borderlands, The Pre-Sequel war es, glaube ich. Und das fängt einfach direkt an, ja, jetzt gehen wir out of bounds. Dann sind wir erstmal für eine halbe Stunde out of bounds. Und es ist so, du hast kein interessantes Movement, nichts Interessantes passiert. Du hast einfach nur außerhalb der Spielfläche irgendwelche Sprünge, die hier und da gemacht werden. Ich finde Runs mit wenig Glitches immer spannender. Es kommt halt auf die Art davon an. Weißt du, wenn es so Glitches sind, mit denen du Movement-Tag benutzt. Weil zum Beispiel Melee auf einem kompetitiven Level, das sind ja an sich einen Wave-Dash. So, ja, die Entwickler haben davon gewusst, aber es ist trotzdem keine intendierte Mechanik gewesen. Es ist immer noch ein Exploit-Glitch, der durch die Regeln des Spiels eben möglich ist. Aber du kannst dadurch das Spiel auf eine schnellere Art und Weise spielen. Aber immer noch das grundlegende gleiche Prinzip. Oder so Korean Backdashing in Tekken. Besser als Borderlands normal zu spielen, weil dann ist es nämlich schneller vorbei. Das ist Resident Evil Operation Raccoon City. Ich spiele das jetzt Ganze auf der Xbox Series, weil ich es da installiert habe bereits. Ich weiß, es ist jetzt nicht so zu 100% die Original-Hardware. Da ist jetzt an sich, wenn wir ganz klassisch bleiben, ist es immer noch emuliert. Und es hat dadurch jetzt auch einen FPS-Boost. Das heißt, das Spiel läuft jetzt auch ein bisschen besser, als es ursprünglich auf der 360 war. Aber es ist auch Operation Raccoon City und ich glaube, das wird mir jetzt niemand irgendwie großartig, keine Ahnung, zum Verhängnis machen oder so. Brian, du hast nicht die wirklich original. Gehe ich jetzt nicht mal von aus. Alles klar, wir gucken jetzt einfach mal, wie weit wir in den nächsten 2 Stunden circa kommen. Ich werde das Ganze ja die 5-6 Hauptkampagnen und dann nochmal mit den beiden DLC Chaptern dann durch. Oder halt nicht Chaptern, es gibt mehrere Chapter, aber es gibt so 2 Story-DLC-Kampagnen. Play in Story Mode. Wir machen einfach mal, weil sonst. Ich mache einfach sicherheitshalber mal Private, ich kenne euch. Select a character. Oh boy. Ich habe ja noch von den letzten Multiplayer-Sessions, habe ich ja tatsächlich noch ein bisschen Erfahrungspunkte übrig. Ich fand's halt ein bisschen schade, dass du, ne, weil du warst eben, oh, Hank ist in der Story, Hank spielen, warum kann ich nicht einfach Hank spielen? Nee, aber du spielst diese random Multiplayer-Charaktere eigentlich, ne, weil das ist ja sowohl ein Spiel, was eben sein Koop, das wollte halt beides haben. Das wollte diesen Koop-Multiplayer haben, der zum damaligen Zeitpunkt der heiße Scheiß war. Aber du wolltest auch noch deinen regulären Multiplayer haben. Das heißt, die ganzen Charaktere, na, anstatt es dann irgendwie so zu machen, dass du, okay, wir machen das wie einen Gears oder so, wo du hast deine Kampagne mit vorgefertigten Figuren und dann kannst du aber jede Figur spielen, die du Multiplayer möchtest und es ist alles waffenbasiert. Ne? Weißt du, es ist halt so mehr wie ein Unreal Tournament oder Quake. Ergibt ja auch Sinn, wenn es eben von Epic und von einem Cliff Bleszinski eben kam. Und das hier ist dann mehr in die Richtung von, ja, so Team-Shootern. Dass dann, oh, hier ist der Charakter und der hat die Spezialsache, aber auch nicht wirklich richtig. Kannst du noch Ellen DeGeneres spielen? Ich glaube, ich habe immer Lupo genommen. Ich bin nicht mehr zu 100% sicher, aber ich glaube, ich habe immer Lupo genommen. Genau, jetzt kann ich die... Theoretisch kann ich die Sachen jetzt schon freischalten, aber wir lassen es, glaube ich, erstmal einfach, oder? Body Armor. Wir machen erstmal. Kann ich das hier auch abstellen? Ne, ich kann es upgraden. Ich lasse es erstmal in der ersten Runde dabei. Und dann gucken wir mal. Assault Rifle. Was haben wir noch? Submachine Gun. Das macht garantiert den größten Spiel. Ich hatte die Bolt Action Rifle mal freigeschaltet, weil die so mit den meisten Schaden macht.
Aber wie gesagt, wir bleiben gerade erstmal bei den ganzen Sachen dabei. Das sollte, glaube ich, gehen. Ready, baby. Fangen wir jetzt eigentlich mit ein... Nee, welches Story habe ich eigentlich aus? Welches... Wo habe ich eigentlich eben das Chapter ausgewählt? Bin ich gerade in... Ich dachte... Vielleicht muss ich gleich nochmal neu starten. Das ist halt dieser scheiß Multiplayer-Aufbau gewesen. Deswegen, ich habe keinen... Warte mal. Ich gucke einfach sicherheitshalber gerade nochmal nach, weil ich bin mir null mehr sicher, wie das aufgebaut war. Wir waren im Campaign. Ich mache einfach Restart from the beginning, sicherheitshalber. Campaign. Ne, das war dann von Anfang, ne? Create new campaign. Okay, alles klar. Nee, das war schon... Oder ne, ich war, glaube ich, im alten Spiel drin, weil jetzt kann ich nämlich Schwierigkeitsgrad auswählen. Habe ich jetzt denn noch die Sachen von ihr? Weil die sollten ja eigentlich übergreifend sein, ne? Ja. Die sollten übergreifend sein, okay. Hätte vor dem Revelation... Ja, eigentlich schon, aber ich brauche halt irgendwas, über das ich Ende der Woche ein Video machen kann. Und Revelations habe ich... Weiß ich nicht, ob ich dazu mental in der Lage bin, das diese Woche durchzupowern auf dem Inferno-Schwierigkeitsgrad. Deswegen. It's Hunk! Oh, look at him! Ist eigentlich nur Toriyama. You guys must be the new Delta Team. Report. Ich liebe, wie die alle irgendwie was blaues Leuchten am Körper haben müssen. Vor allem der Typ mit seinen... Ist das, ich meine, bei Lupo finde ich es noch irgendwie lustig mit ihrer Maske. Bei den anderen ist es... So, vor allem der eine, der seine komischen Insektenaugen hat, sieht das mega lustig aus. You heard him. Let's move. We're entering the lab of Dr. William Birkin, an umbrella scientist attempting to sell classified samples of a weaponized virus strain to the US government. You mean Umbrella's T-Virus? No. Duschkabine, vielen Dank für das Abo, by the way. Vielen Dank für das Prime Abo. The G-Virus. It's significantly more powerful. He's in possession of the only known samples. There's a detachment of Umbrella's biohazard. Ich glaube, ich kann ein bisschen lauter machen, ne? Obwohl wahrscheinlich gleich wieder die Feuergefechte dazukommen, dann. The UBCS are just mercenaries. They can be bought. We can't assume their loyalty to the company. Ich liebe einfach, wenn die Kamera so nah ist. Intercept Birkin and secure the G-Virus. Also ich meine, eine Sache. Ich war jetzt nie der wirkliche Hater von dem Spiel. Ich habe es damals gespielt und war so. Ich meine, so scheiße ist es jetzt auch nicht. Alright, weapons live. Alter, warum bist du jetzt lauter als vorher? Alright, it's open. Let's go. Ich stand gerade literally vor dir und da warst du super leise. Und es ist natürlich klassische Gears of War Steuerung. Obwohl auch da bei jedem Third-Person-Shooter musst du erstmal gucken, machst du mit A eine Rolle, machst du mit B eine Rolle, gehst du auch mit A dann in die Deckung rein. Sieht so kacke aus. Oh, ich liebe es ja ein bisschen. Nee, du gehst automatisch. Okay, du gehst hier automatisch rein. Ja, aber ansonsten, es ist halt wirklich ganz, ganz standardisierter Third-Person-Shooter. Mit einfach einer unsagbar hässlichen Optik. Ich finde eigentlich auch, du hättest es, glaube ich, besser umsetzen können. Aber das profitiert schon durch den FPS-Boost, das muss ich sagen. Ich kann, glaube ich, mal beim nächsten Stream zum Vergleich die originale 360-Fassung einlegen. Boah, ich würde mal gerne die PS3-Fassung spielen. Boah, die muss eine grauenhafte Performance haben.
Ich hasse das auch, by the way, immer bei Deckungsshootern, wenn dich Leute in der Deckung treffen können. Und du so nix darin. Na, wenn die, klar, wenn die dich flankieren, okay. Aber wenn die einfach so ein bisschen höher als deine Ebene sind und du nichts dagegen machen kannst, dann ist es immer so, Na, wenn ich schon keine Option habe, den ganzen Quatsch aus dem Weg zu gehen, dann lass mich wenigstens in der fucking Deckung sicher sein. Na, ich glaube, Green Herbs werden sofort benutzt und die Heilsprays, die kannst du dann so einsetzen. Ich find's aber mega lustig, dass auch einfach so dieses Special Umbrella-Kommando die ganz normalen Heilsprays eben benutzt und die mit sich rumträgt. Was waren? Die waren auf irgendeiner Schulter, dass du dann Granaten. Ja. Kannst Granaten auch nicht gucken. Haben auch nicht gerade den besten Impact. Vor allem, ich finde das. So, das als erstes, ne, du merkst halt schon, dass das sehr stark auf diese Vierer-Koop-Multiplayer-Erfahrung ausgelegt war damals. Und jetzt nicht irgendwie so sehr das Narrative. Das kommt dann später ein bisschen, wo sie versuchen, so Fanservice-Kram einzubauen. Vor allem eben, da es ja zeitgleich zu Resident Evil 2 spielt. Und eben natürlich 3, das heißt, du hast dann so die 2er und 3er Fanservice-Geschichten alle drin. Aber ich finde, damit jetzt vielleicht ein bisschen mehr anfangen sollen. Das einzig Fanservice-mäßige ist, du hast Hank dabei, aber du darfst ihn halt nicht spielen. Ich denke mir auch, ich verstehe das auch irgendwie bei Capcom nicht so. Die wissen, dass Hank ein beliebter Charakter ist. Also kein Charakter, sondern Leute mögen einfach, das ist dieser Umbrella-Operative mit der Maske. Ist jetzt nicht so, als ob Hank irgendeine Persönlichkeit hätte oder so. Aber das könntest du mir theoretisch mal ein bisschen mehr geben. Also theoretisch könnte. Ich finde, du könntest einen Hank-Spin-Off machen. Und ich glaube auch, die meisten Fans wären an einem Hank-Spin-Off interessiert. Und dann wäre es auch, finde ich, legitim, dass halt so ein bisschen. Ne, die könnten theoretisch so ein Rainbow Six-artiges Spin-Off machen. Ach, da kommen wir noch Leute rein. Halt diese Rauchgranate. Hervorragender Impact, Leute. Boom. Nehmen wir an, das ist die Blendgranate, die blaue. Aber ja, das auch auf S-Plus oder so zu machen, Professional alleine. Ich weiß, das ist möglich. Aber meine Fresse, hätte ich da keinen Bock drauf bei so einem Spiel. Deswegen, das wird wahrscheinlich. Also ich meine, ja. Ich kann mich theoretisch rausreden und sagen, es ist ja nicht wirklich ein Singleplayer Resident Evil, weil es ja auf den Multiplayer-Modus ausgelegt ist. Dann gehen wir einfach mit der Submachine mal ein bisschen weiter. Gucken die mal an. Don't forget your training. If they get too close, use hand-to-hand combat. Und ich habe noch mein CQC. Wer kennt es nicht? S-Plus ist leichter, als man denkt. Ich hab's damals versucht. War für mich nicht wirklich leichter, als man denkt. Ah, hier ist noch. Kann ich nur die eine aufnehmen? Boah, erstmal richtig schön mit grünem Stinkdeo eingerieben. Yummy. Ja, aber ansonsten habe ich eigentlich bei den. Also Revelations wird jetzt das letzte sein. Wenn ich da den Inferno-Modus dann gemacht habe, dann war es wirklich. Weil ich habe noch zwei Sachen im Raid-Modus auf, aber das ist nicht mehr. Ah, den muss ich die einfach so nehmen, okay. Das sind die Collectibles in dem Spiel. Ich find's, keine Ahnung, sie haben einfach so wirkliche Raccoons genommen, die dann ausgestopft sind als Maskottchen.
mir noch irgendwas? Ne, meine Sachen sind soweit voll. Ne, aber Revelations war jetzt noch das Letzte, was mir gefehlt hat. Ich meine, theoretisch bei Revelations 2 gibt's noch für die DLCs und so noch Erfolge, die ich nicht habe, aber zumindest das Base Game habe ich 100% gemacht. Ich meine, und Code Veronica fehlt mir noch. Das habe ich, da habe ich halt die HD-Fassung nie 100% gemacht. Und Zero. Genau, das sind als Sachen, die ich früher komplett durchgespielt habe. So, ich weiß, bei Zero habe ich damals auch auf dem GameCube die ganzen Leeches und so geholt. Aber ich müsste es halt jetzt mal in der HD-Fassung machen. Immer dieses unkaputtbare Glas. Boah, ich frage mich, ob der Dash wieder durchgekommen ist. Hab ja, glaube ich, auf Profi nur bis S geschafft. Ja, du musst halt Professional und dann S Plus und halt in allen Chaptern das haben. Also die Multiplayer-Sachen, die kann man noch farmen. Wir haben das ja tatsächlich letztes Jahr gemacht mit ein paar Leuten aus dem Discord. Da haben wir ja tatsächlich ein paar Multiplayer-Erfolge gefarmt. Ich meine, den Rest könnte man theoretisch auch dann noch machen. Also es wäre jetzt, glaube ich, keine Sache der Unmöglichkeit, Operation Raccoon City wirklich 100% zu holen. Aber die Sache ist auch, habe ich da so zu 100% Bock drauf? Ich wusste jetzt nicht, dass die mich auf den Boden werfen wird. Ich glaube, hier war das jetzt auch, wo nachher der Birkin-Fight kommt, ne? Ach, ich vergesse mal, dass ich in die Deckung reingehen muss. Oh, ich liebe Streufeuer. Einmal kurz alle einduschen. Oh, wir haben Incendiary gemacht. Oh mein Gott, sieht das scheiße aus! Oh mein Gott, sieht das Feuerkacke aus! Das ist ja mega! Das ist ja absolut fantastisch! Lieber einfach dieses rote Rauchzeichen. Und dann einfach nur so ein... Oh, da müsste irgendjemand diesen Wein-Fart-Soundeffekt da einfügen. Wenn die Granate losgeht. Dieses... Weil so sieht die Explosion aus. Also es ist ja keine richtige Explosion, es kommt einfach so ein bisschen... Es kommt einfach so ein bisschen Gas da irgendwie durch. Was haben wir noch zum Aufnehmen? Noch ein bisschen Heilspray. Ich meine, die Collectibles habe ich zum Beispiel, glaube ich, alle geholt damals in meinem Run. Also ich meine, Collectible-mäßig habe ich das tatsächlich komplett durch. Ich glaube, für den Singleplayer vielleicht noch irgendwelche Grind-Erfolge, aber ansonsten, glaube ich, ist alles nur noch auf S+. Vielleicht beim DLC oder so gibt's noch, ich glaube, da gibt's noch, ich muss zwei Super-Titans mehr töten oder so. Für die Brandgranate in 4 einfach besser aus. Ich meine, 4 sieht generell besser aus. Aber es ist einfach insane visuell, dass das... Das ist halt auf der... Klar, es ist ein 360-Spiel, es ist, was war hier, Slant 6 Games oder so. Das ist vor allem die Zeit... Ich fand das ja auch... Ich finde das ja im Nachhinein auch immer noch so absolut wirre, dass man sich gedacht hat, ah, okay, wir müssen mit dem Westen konkurrieren. Ne, Japan bleibt zurück mit ihren ganzen Spieledesigns und so. Also beauftragen wir westliche Studios, wo an sich ja, okay, ist ja nicht mal verkehrt. Aber warum die sich alle einfach die billigsten osteuropäischen Studios teilweise geholt haben, jetzt nicht in dem Fall, aber so oft. So auch Konami immer. Die haben dann einfach Studios genommen, die dafür nicht mal wirklich ausgelegt waren. Hauptsache günstig. Hauptsache wir konnten da irgendwas günstig in Auftrag geben. So, warum Capcom irgendwie dann dachte, oh ja, für unser Lost Planet Franchise, da machen wir die Leute von Spark Unlimited. Die einfach zwei absolut beschissene Ego-Shooter produziert haben. Die nehmen wir, natürlich. Und dann haben sie auch wahrscheinlich keinerlei vernünftigen Budgets oder so bekommen dafür. So, garantiert nicht. Das ist so, oh, ihr seid ein günstiges Studio, ja, ihr könnt das dann auch günstig für uns machen. Passt doch.
Das ist auch so ein lustiger Bosskampf, wo du jetzt. Ich glaube, du rennst einfach nur wieder vor dem weg, ne, die ganze Zeit. Kannst du da irgendwas mitmachen oder war das einfach nur abwarten? So, Birkin im Resident Evil 2 Remake. Leon und Claire schaffen das alleine gegen ihn zu agieren. Mit ein bisschen Pistole und Schrotflinte. Umbrella, hier Operation Raccoon City. Also mit 4 Leuten da drauf. Ja, das geht nicht. Das geht nicht, das ist... Ja genau, du hast keine Rolle, du hast so einen kleinen Sprung. Meine Kameraden machen auch nicht sonderlich viel, merke ich. Cool, meine Munition ist auch leer, danke sehr, Leute. Boah, einfach da durchgesprungen. Wie ein Held. Der rennt ja einfach mal durch. Oh mein Gott, wie der aussieht! Die sieht eher aus, als wäre das eine mutierte Form von Tim aus Braid und nicht irgendwie William Birkin. Ja, nur dann vergleich das mal mit den Capcom-eigenen Designs, die wir später bekommen haben. Shoot his eye, okay. Warte mal, worauf kann ich meine Waffe wechseln? Nicht Y? Soll ich nicht eigentlich eine... Hervorragend. Gib mir das Spiel nicht die Möglichkeit, nochmal neue Munition zu bekommen. Lol. Ja, muss wohl der Rest was machen. Ah, hier am Ende. Na, vielleicht hätte man das so auf dem Weg überall nochmal hinlegen können, etwas. Nein, auch scheißegal. Jetzt alle drauf. Deswegen konnten Leon und Claire das auch so easy machen. Der war einfach schon vorgeschwächt. Von dem ganzen Team hier. Damit wir das Feuer nochmal sehen. Oh, ey. Du hast tatsächlich eine Collision an den Leuten. Ich kann halt nur meinen Special Move einsetzen mit Y. Soll ich normalerweise nicht noch eine Waffe haben? Naja. Aber jetzt kann ich die immer noch durchholen. Oh, bester Move. Ich weiß gar nicht, kannst du dem überhaupt... Aus der Nähe wahrscheinlich nicht ausweichen, ne? Alle stehen einfach daneben! Doggen lassen sich einmal kurz umfallen. Und dann geht's weiter. Achso, wir können die Tür mittlerweile öffnen, okay. Ich kann mich nicht rausbewegen. Ich häng einfach fest! Oh, das ist geil. Oh, das ist mega. Ich lieb's jetzt schon. Oh, voll geil. Ich muss halt auch wirklich sagen, dass ich finde halt einen. Ich kann die Kamera gerade nicht umdrehen. Okay, das Spiel will ein. Okay, das Spiel will, dass ich das einmal mache. Okay, alles klar. Du kannst gerade die Kamera nicht umdrehen. Jetzt erst wieder. Ich liebe, wenn das so geskriptet sein muss. Aber theoretisch musst du ja nicht mal drauf schießen. Das habe ich ja eben auch nicht gemacht.
Vor allem keiner von... Weil ich dachte einfach, ja, okay, das sind halt drei andere Nasen. Wenn da irgendwas aktiviert werden muss, weil du siehst ja keinen Button oder so. Du siehst ja keinen Button, da steht ja auch oben rechts, ich jetzt drücke oder so die Taste oder irgendwas. Mega. Ist das eigentlich irgendwie einen visuellen Indikator, dass da gerade was... Dass da gerade was los ist? Ah, jetzt. Hier, Leute, kommt durch. Wir rennen einfach bis zum Ende. Oh, geil, Hunde. Das ist jetzt wie, Leute, das ist jetzt wie Spec Ops. Wir müssen jetzt gegen die anderen menschlichen Einheiten kämpfen. Ich habe die weiße Phosphor-Szene in Operation Raccoon City ganz vergessen. Ich glaube, hier lag ein Collectible oder sowas. Yeah! Den Scheiß muss ja auch immer einsammeln, weil das ja auch Punkte gibt. Oh, Brudi. Alter, ich habe den gar nicht gesehen. Ich habe den einfach gar nicht gesehen. Der ist mit der... Der ist einfach in die Umgebung so reingeblendet. Muss natürlich auch, wenn du weniger willst, dass Leute die Details sehen, einfach das Spiel dunkler machen. Okay, da hat hinter mir jemand den Hund abgeballert. Sehr schön. Vielen Dank dafür. Aber ich weiß echt gar nicht mehr. Am Anfang habe ich doch eine Pistole ausgewählt, oder? Sollte ich nicht auch irgendwie eine Pistole als Zweitwaffe haben? Oh! Oh, natürlich! Natürlich, wie konnte ich es vergessen? Das ist auf LB. Natürlich, wer kennt's nicht? Wer kennt nicht die alte Pistolenfunktion? Oh, cool, dass wir das gleichzeitig eingesetzt haben. Vielleicht meine geilen Flaming Shots aktivieren. Weil ich so fucking heiß bin. Das ist garantiert auch irgendwo in der Resident Evil Lore verankert. Garantiert. Garantiert ist das irgendwo auch erklärt. Findest du garantiert so 1200 Videos, so Lore-Videos dazu. Achso, ich muss... okay, das war kontextsensitiv ausweichen. Ich dachte, das wäre fürs... Ich müsste fürs Aufstehen. Das ganze Team hat mich einfach im Stich gelassen. Das sieht fast so aus, als ob die auf mich draufschießen möchten. Kann man das eigentlich aktivieren oder so? Und draufschießen? Einfach nur aufs Auge. Einfach nur stumpf aufs Auge. Die Tür auch mal aktivieren. Liegt hier keine Munition rum? Zum Glück kann ich es auch mit der Pistole machen. Aber ich glaube, hier liegt wirklich keine Munition. Was ist das? Das ist irgendwie schon weird designed. Full, danke sehr. Es ist einfach random explodiert. Wie sie, ich finde das ja ganz cute, wie sie wirklich versucht haben, so, boah, wir müssen Ende der ersten Mission mal so richtig auf die Kacke hauen. Weißt du, wir haben direkt schon den Willen aus Resident Evil 2. Und du hast die fette Verfolgungsjagd und alles explodiert am Ende. Und jetzt macht Hank das einfach alleine. SSDS. Number of kills, number of deaths. Ein Kill zählt tatsächlich noch für einen S-Rang. Was ist das denn? Ja, du musst halt dann leider, das finde ich immer so beschissen in solchen Spielen, dass du musst dann für den S-Rang holen, einfach wissen, wo die Collectibles sind. Was auch, ehrlich gesagt, ich finde, das ist halt null Skill. Das ist einfach nur auswendig lernen, wo Collectibles sind und dann musst du halt da dran vorbeilaufen.
Das wäre kein, Problem, wenn es vier Estes gewesen wären, weil dann wäre es ja einfach nur SSSS. Ich weiß nicht, ob das schlimmer. Ich weiß nicht, ob es besser oder schlimmer ist. Vier. Northern Lion Moment. Ja, SS. Oh, no, 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 no. No, 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 don't clip it. Ja, ich weiß ja nicht, was jetzt. Ach komm, fuck it, wir machen einfach hier. Passive. Da, Body Armor drauf. Fuck it, noch mehr Body Armor drauf. Fuck it, noch mehr Quick Reload. Was sind hier die Active Abilities? Das ist Guns Blazing, allows you to expel an infinite amount of ammo for 10 seconds. Accuracy and recoil are both improved. Nullifies the next 3 hits, damage dealt and weapon accuracy are increased by 10%. Was bringt mir? Ich liebe einfach vor allem Weapon Accuracy. 10% für 8 Sekunden. Boah, mega! Durability restores after 60 seconds, 45 seconds, 30 seconds. Wir bleiben erstmal da, Brei. Ich mache jetzt erstmal das auf Stufe 3, siehst du? Was sind hier die besten Damage? Oh, Dummy, ich glaube, ich mache. Oh ja, hier, komm, machen wir mal. Arbeiten wir einfach mal auf die Lightning Hawk hin, weißt du? Einfach mal ein bisschen auf die Lightning Hawk zuarbeiten. Was anderes brauche ich ja eh nicht. Die PS3-Version ist schrecklich, ich habe sie mir damals aus der Bibliothek ausgeliehen. Ich meine, es ist eine PS3-Version. Oh. Ey, ich finde das. Mir macht das mehr Spaß als. Als irgendwie so ein. Viele der Trash-Tuesday-Spiele. Es ist ja zumindest ein bisschen Fanservice hier und da dabei in den Leveln. Ich weiß nur noch, dass ein paar der Bosse extremst nervig waren. Und jetzt nicht nervig vom Schwierigkeitsgrad, sondern halt eher nervig, dass es so extreme Bullet-Sponges sind. Ich glaube, jetzt hier im Zweier kommen die Hand. Kommen jetzt hier im zweiten Level schon die Hunter und die Licker hinzu. Aber ich finde das auch so geil. Teil 2. Das ist so ein bisschen wie Alien und Aliens. So Teil 2, ein Licker. Oh mein Gott. Oh, wie soll ich das jemals aushalten? Und hier hast du in so einem Theaterraum oder so, wo du irgendwie bist. Kommen dann auf. So die ganzen Wände sind einfach voller Licker und du ballerst auf alles drauf. Aber ich weiß nicht, ob irgendetwas technisch auf der PS3 so schlimm sein kann. Überhaupt. Wie das Herr der Ringe-Ding. Immer dieses PS3-Bashing. Es ist eben bei Multiplattform. Ich mag die PS3. Ich mag die PS3. Ich habe auch eine viel größere Wertschätzung für die PS3 und ihre Bibliothek, als ich das früher hatte. Aber was Multiplattform-Releases angeht. Ist es einfach in so vielen Fällen die schlechtere Version gewesen. Weil es war das schwerere System dafür zu entwickeln. Und auch die Tatsache, dass dann die Xbox 360 am Anfang zuerst raus war, dass es dann am Anfang auch eine höhere Installbase hatte, dass es einfacher eben auch dafür war, dafür zu entwickeln. Das heißt, du hattest oftmals, war die Xbox 360 in der Konsolengeneration die Lead-Plattform. Das, was ja dann danach sich gewandelt hat. Mittlerweile ist ja eigentlich fast immer die, also früher die PlayStation 4 oder mittlerweile die PS5 ist dann die Lead-Plattform. Ich meine, du hast natürlich jetzt auch nicht mehr die großen Unterschiede zwischen den Konsolen, wie das früher noch so der Fall war. So Xbox 360 und PS3 war das letzte Mal, dass du halt eine wirkliche starke Differenz hattest, auch im Aufbau der Systeme. Aber damals war es, also ich weiß noch wirklich so Sachen wie, das ist ja seitdem auch nicht mehr vorgekommen. Ich meine, hatten wir jemals, du könntest halt höchstens irgendwelche Switch-Ports nennen, aber das ist ja dann, weil es offensichtlich für eine niedrigere, also eine ältere Generation Hardware gemacht wird.
Aber sowas wie zum Beispiel den PS3-Port von Bayonetta oder von der Orange Box, ich glaube, sowas werden wir zum Glück nie wiedersehen. Aber die Sache ist, dass, glaube ich, das sind so die Beispiele, die Leute halt wissen. Und das kann vielleicht dann viele der anderen Unterschiede überschatten. Vor allem, weil du zum damaligen Zeitpunkt eben noch nicht einen Digital Foundry hattest oder beziehungsweise nicht in der Form, wie es das heute gibt. So ist dann nicht so, oh ja, die eine Version, die ist hier so ein bisschen besser und die andere ist da so ein bisschen besser und sonst was. Sondern du hattest halt immense Unterschiede in der Performance. Oder allein schon teilweise in der Auflösung. Also ich finde es absurd, wie extrem das Screen-Tearing auf der PS3-Version teilweise ist. Also im Vergleich zu der Xbox-Fassung. Ist jetzt nicht so, als wäre die 360 irgendwie das technische Wunderwerk oder so gewesen. Und alle Spiele laufen irgendwie perfekt da drauf, sodass hier läuft da auch nicht so großartig drauf. Aber im Schnitt war es eben einfacher für die Entwickler, da was Besseres rauszuholen. Konnte halt nicht jeder Naughty Dog sein, ne? Konnte halt nicht jeder so ein First-Person-Sony-Studio sein, was direkt das Backing von denen bekommen hat. Und vieles wurde dann eben damals auch an Port-Studios abgegeben. So, Bayonetta PS3-Version wurde nicht intern gemacht. Orange Box PS3-Version wurde nicht intern gemacht. UBC ist die Platoon B-Squad. Your Umbrella Security Service. Ich muss, hier sieht er halt wesentlich mehr aus wie in der PS3-Version. Das muss ich sagen, ich finde das Design von Nikolai besser als im Remake. Im Remake ist er einfach ein bisschen zu, der hat so ein, keine Ahnung, der Kopf ist zu schmal. Ich finde, Nikolai braucht halt so einen richtigen Kanisterkopf, weißt du? Da habe ich dann auch Respekt vor. Weil der ist zwar auch so ein schleimiges Arschloch, aber er ist halt mehr so, oh ja, ich mache euch einfach alle platt, Arschloch. Und im Dreier-Remake ist es halt mehr so diese, keine Ahnung, der sieht vom Körperbau mehr aus wie Mr. Burns als irgendwie ein Soldat. Ich finde das einfach so lustig, dass der auch hier noch den Antagonisten zwischendurch spielt. Am geilsten ist eh dieses Szenario am Ende, mit, wo du dich halt wirklich dann auf die Seite entweder von Umbrella oder von Claire und Leon schlagen musst. Ne, es ist halt offen, also bei dem Spiel ist es sehr offensichtlich, dass es nicht Kanon ist. Das ist jetzt nicht wie Outbreak, wo du es nicht wirklich weißt, aber auch auf Zombie schießen macht in dem Spiel nicht wirklich Spaß. Das ist wie auf so ein paar Papierfiguren. Das ist jetzt nicht so irgendwie ein interessantes Trefferfeedback. Das ist auf Resident Evil Zombies mit so einem Vierer Multiplayer draufschießen, das nicht wirklich anspruchsvoll ist. Das war mir klar. Aber man kann es ja zumindest so ein bisschen, was ist denn das Trefferfeedback von einem Left 4 Dead oder so vergleichen. Wo ja, die Zombies sind wesentlich gefährlicher, weil schneller. Aber zum Beispiel, guck doch mal Designs an. Warum haben die alle so riesige Mülldeckelhände? Warum haben die ganzen Zombies so einfach gigantische Hände? Als wären es irgendwie Yakuza-Charaktere. Als wäre es irgendwie so ein. Als wäre es irgendwie Kiryu auf den PS3-Yakuza-Teilen. Einfach so gigantische Pranken. Perfekt. Oh, in den Kopf geschossen. Oh, Kopf geschossen. Piep, 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 piep. Ich muss aber sagen, dass es, glaube ich, bessere Musik hat als die Remakes. Ich meine, das ist für mich generell ein Problem auch in der ganzen Industrie, dass die sich auch nicht nur versuchen, sonst immer an die ganzen Filme, an die ganze Filmindustrie und sowas zu orientieren, sondern auch oftmals dann so andere schlechte Habits kopieren, wie zum Beispiel eben die aktuellen Film-Soundtracks. Hört sich einfach alles so langweilig an. Also, oh ja, das soll irgendwie Ambiente sein. Ja, als ob du bei den alten Resi-Tracks kein Ambiente gehabt hättest. Meine Fresse.
das war, als ich letztens, habe ich nochmal in richtig guter Qualität, die habe ich auch für die Videos benutzt, den Soundtrack von Resident Evil 1. Alter! Ich hatte voll vergessen, wie gut der Soundtrack von also von der PS1-Version ist. Ich hatte eigentlich immer so als den besten Resi-Soundtrack 2 im Kopf. Aber 1? Boah! Und dann hörst du dir so die modernen Soundtracks von den Remakes irgendwie an und es ist so... Okay. Das Beste, was du bekommst, ist, wenn sie irgendwie einen alten Track nochmal versuchen nachzumachen. Aber auch das ist dann einfach nur derselbe Track in Scheiße. Ja, bevor ich das jetzt benutze, hat das mir irgendjemand weggenommen. Jetzt. Jetzt geht das wieder los auf irgendwelche... Das ist immer das Beste bei Deckungsshootern. Vor allem bei dem Spiel, wenn du eben keine... Wenn du wieder regenerierbare Lebensenergie hättest, dann könntest du in solchen Momenten auch eher da drauf stürmen. Aber du verlierst in dem Spiel schon relativ schnell Lebensenergie. Und das will man nicht für irgendwie so einen kleinen Encounter benutzen, einfach nur um Zeit zu sparen, weißt du? Deswegen so, ich respektiere das, dass man tatsächlich richtige Lebensenergie hat und Heil-Items. Aber ich finde nicht, dass es halt in einem klassischen Deckungsshooter-Format großartig funktioniert. Weil das hat Imo schon einen Grund, warum... immerhin das Geräusch. Immerhin das RE4-Geräusch. Aber ich finde, es hat schon einen Grund, warum du regenerative Lebensenergie hast in Gears of War beispielsweise. Ich würde jetzt einfach mal schwer davon ausgehen, dass das alles Hitscan-Weapons sind, was die Figuren haben. Ich meine, ich hatte beim ersten Mal auch Spaß mit dem Dreier-Remake. Für mich ist es eben vor allem auch so im Kontext des Originals und im Kontext der anderen Remakes. Das zeigt einfach nochmal jetzt gerade nach den ganzen Jahren so stark, wie wir da, ich will nicht sagen verarscht worden oder so, aber was man theoretisch hätte haben können. Und jetzt ist das Remake, was es wahrscheinlich für alle Zeit geben wird. Weil natürlich wird sich Capcom, vor allem das Spiel hat sich ja hervorragend verkauft. Das ist ja auch fast davor seine 10 Millionen zu erreichen. Was waren, glaube ich, nach dem letzten, es gab ja im März nochmal neue Verkaufszahlen für alle Teile. Und ich glaube, Remake 3 war so bei knapp 9 Millionen oder so. Resi 5, by the way, immer noch das meistverkaufte Resident Evil Spiel. Aber ich glaube, nächstes Jahr wird es 2 endlich überholt haben. Aber selbst 6 verkauft sich immer noch gut. Da kam ja auch das war ja auch dann mit zusammen mit der Meldung, dass Resident Evil 6 auf der Switch sich 1 Million Mal verkauft hat. So, Resident Evil 6 hat sich auf der Switch fast genauso gut verkauft wie Resident Evil Remake damals auf dem GameCube. Das tut einfach nur weh. Das tut einfach nur weh. Wo sind die denn gerade hergekommen? Alter, ich sehe einfach gar nichts mehr. Das ist ein Horrorspiel, das muss dunkel sein. Je dunkler das ist, desto weniger fallen einem die schlechtesten Texturen auf. Ja, es gibt, glaube ich, später ein paar Außenbereiche. Ich weiß nicht, es gibt so ein komisches Waldgebiet, so ein kleines Parkgebiet. Das sieht eigentlich ganz cool aus. Aber ja, guck dir mal die Hände an und wie die da stehen. Bye bye. Ja toll, aber der Kaffeeautomat ist nicht voll, ne? Der ist nicht. Da können wir nicht dran. Oh, hallo.
voll auf den Sack geworfen, die Granate. Jetzt habe ich noch die Blendgranaten, super. Obwohl, warte, gibt's da hinten was vielleicht? Lass mich mal durch! Ich muss noch meine ganzen Collectibles finden für den guten Rang. Ich muss noch an die ganzen PCs dran gehen und überall Virensoftware runterladen. Ich meine, das ist 98, ne? Ich glaube, da gab es noch keinen. Gab es 98 schon Torrents? Ah! Oh. Let's go! Ich muss noch schnell Man in Black auf Bear Share runterladen. Wir müssen einfach mal wieder in einer jüngeren Generation Torrents zeigen. Ich glaube, das ist die Aufgabe von Millennials wie mir eigentlich. Oder auch, weißt du, ich finde so Millennials-Eltern, wenn die ihren Kindern was beibringen sollten, dann ist es wirklich so Tech-Literacy. Also den Umgang am Smartphone, das können die alles selber problemlos lernen. Aber ich finde, man sollte denen dann so einen ordentlichen, einfach mal so einen normalen, richtigen Laptop irgendwie hinstellen. Und dann auch zeigen, so hier, weißt du, sicher, genauso. Denk dran, auch nachher schön das Seeden ausstellen. Das ist so, weißt du, das ist so ein Generationsskill. Weißt du, wie man früher in der Familie irgendwie, so bei Handwerkern, da wurde den Kindern dann beigebracht, wie du irgendwie einen Tisch baust oder so. Und bei uns ist es dann einfach, wie du dir sicher Furiosa runterladen kannst in 4K-Qualität. Weißt du, das ist doch auch was. Bonding für die ganze Familie. Ich liebe es ja mit der Virenpistole, die Gegner gegeneinander kämpfen zu lassen. Ging das mit der... Was ist das? Das untere Ding, was ich da gerade habe? Oder war das eine separate Waffe? Ich habe da nämlich null Erinnerungen dran. Ne, das war das Gegenmittel, ne? Ja, genau. Gut, dass ich mir das gerade verabreicht habe. Aber es hat ja eben auch automatisch ausgelöst, nachdem ich dachte, das müsste ich noch vielleicht drücken oder so. Incoming! Ist dem einfach vor die Flinte gelaufen. Weißt du, Capcom sollte einfach Arrowhead beauftragen. So ein Resident Evil Multiplayer zu machen. Weißt du, wenn ihr schon irgendwelche beschissene Multiplayer-Spiele haben wollt, dann bezahlt auch mal ein ordentliches Studio dafür. Das ist immer so, ja, wir möchten unser Resident Evil Multiplayer-Spiel haben, aber wir möchten nicht mehr als 3,50 € dafür ausgeben. Weil du kannst auch garantiert ein gutes, kompetitives Resident Evil Multiplayer-Spiel machen. Ich will mein Outbreak 3 haben. Aber ich würde jetzt auch bei einem guten Multiplayer-Titel nicht Nein sagen. Aber das ist halt alles so offensichtlicher Quark. Finde ich überhaupt Munition? Kann ich das kaputt CQC in den Server? Nee, kann ich nicht. Alter, das steuert sich so scheiße. So, warum drehst du dich die ganze Zeit so um? Oh. Komm, werf einfach nur Granate rein. Yo, Beltway, vielleicht mal weggehen? Oh, da war Munition. Wo kommt die auf einmal her? Boah, jetzt kriegt ihr alle die Brandscheiße. Let's go. Kann man die ganzen Zombies anzünden. Boah, ich sag euch das aus eigener Erfahrung, Leute. Brandwunden, echt kein Spaß. Brandwunden, no fun.
Ich will gar nicht wissen, wie schlimm das ist, irgendwie mit zweiten, mit dritten oder vierten Grades. Ich hatte an meinem Oberschenkel eine Verbrennung zweiten Grades, weil ich mir in Japan beim... Ich habe mir heißes Wasser gemacht für einen Rahmen und habe mir das dann über meine Hose gekippt. Wie man das halt so macht. Und vor allem, weil ich dann eben noch so eine Stoffhose anhatte. Das heißt, das ist dann auch alles länger auf der Haut geblieben, als wenn ich es mir einfach übers nackte Bein gekippt hätte. Na, du musst dann halt versuchen, so schnell wie möglich die Hose auszuziehen mit dem heißen Wasser dran. Aber das war dann schon zu spät. Und vor allem am Anfang ist es auch gar nicht so schlimm. Du hast dann so, das fängt an mit so diesem, oh ja, ich habe mich jetzt verbrannt, Schmerz. Und dann, Alter, die erste Nacht. Boah, ich weiß noch, ich hatte auch keine Schmerzmittel oder sowas da. Ich weiß wirklich noch, ich konnte die erste Nacht vor Schmerzen nicht schlafen. Weil einfach das komplette Bein so widerwärtig gebrannt hat. Dann lag ich im Bett und hab mir auf meinen... Und hab mir, glaube ich, was habe ich da gesehen? Ich glaube, ich habe ab... Ich habe auf meinem Laptop, glaube ich, abgeguckt oder so. Den hatte ich mir vorher runtergeladen. Ab und The Grey habe ich gesehen. Danach wurde es dann besser. Aber es hat auch Ewigkeiten gebraucht, um irgendwie zu heilen. Also es war wirklich so... Boah, keine Ahnung. Also ich glaube, bis ich nicht mehr Bandagen wechseln musste, locker so 3-4 Wochen oder so. Bis dahin musstest du immer noch zwischendurch Bandagen wechseln und Ointment-Scheiße auftragen. Beim Duschen mega aufpassen. Warte mal, kann ich wenigstens die Seite wechseln oder so? Ach, da kann ich Deckung nehmen. Alter, mega Streufeuer. Ich weiß, Beltway, dir geht's nicht gut. Aber mir geht's auch nicht gut. Pick up Assault Rifle. Ja, vielleicht sollte ich das machen, einfach nur um die Munition zu bekommen. Ist halt blöd, wenn du dich nicht in die Deckung hältst. Mega, geil. Ja, das meine ich. Ich hasse so Deckungsshooter, wo du dann trotzdem die ganze Zeit in der Deckung getroffen werden kannst. Und dann so, ja, das ist doch nur realistisch, weil die Deckung so niedrig drin ist. Ja, aber wer hat denn die scheiß Deckung ins Spiel eingebaut? Ich weiß nicht mal, ob ich überhaupt bisher irgendjemand mit einer Granate geschafft habe zu töten. Wenn ich ganz ehrlich bin. Das war, glaube ich, wirklich eben besser, einfach random rein und raus zu gehen. Also mein Team macht auch einfach gar nichts. Das steht einfach, das ist auch nur so am Existieren. Natürlich kommt der Nasenbär jetzt noch um die Ecke gelaufen. Und du kannst nicht mal eine Rolle oder so nach hinten machen. Du kannst halt nur... Ah, jetzt auf einmal. Warte mal, wie... Ich will meine Waffe nicht ändern. Keine Ahnung. Keine Ahnung, warum ich das irgendwie noch manchmal machen will. Manuell nach links und rechts rausgehen, tatsächlich die sicherere Variante. Das kann es auch irgendwie auch nicht sein. Ich sehe auch teilweise gar nicht mehr, wo ich drauf schieße. Ich merke einfach nur, oh, das Reticle wird rot. Das Reticle wird rot, da muss ich irgendwas Passendes getroffen haben. Yeah, baby, heavy machine gun. We metal slug up in here. Bisher nur eine schlimme Verbrennung durch was Lötzinn gehabt. Verbrennung war wegen den Zinn einfach grün. Zinn?
Das ist, ich habe keine Ahnung. Ich oute mich jetzt gerade wieder als Unwissender, aber ich habe keine Ahnung, was... Ich kenne Zink. Ich habe keine Ahnung, was Zinn ist. Z-I-Doppel-N? Was ist das? Ist das irgendeine Scheiße beim Löten oder so? So Lötzinn? Ich weiß es nicht. Scheinbar irgendwas, woran man sich verbrennen kann. Zinn ist ein Metall, okay. That's the wreckage room. Alright. Now find that evidence and get rid of it. This is the evidence. You know what to do. Ist das dieser Scheiß, den du hier so in den Drahtspulen kaufst, den du dann benutzt als Lötmaterial? Ist das das Zeug? Ich weiß es, wie gesagt, wirklich nicht. Ich sehe einfach nur immer so Videos, wo Leute irgendwas löten. Ah, okay, alles klar, gut. Ich wäre da eh zu blöd für. Ich wäre da eh viel zu blöd für. Alter, warum ist das so dunkel? Kann ich irgendwie... Hat keiner von euch eine Taschenlampe dabei oder so? Oh, jetzt müssen wir erstmal das Ganze, genau das Evidence verbrennen und du gehst einfach dran, drückst eine Taste. Das sieht so kacke aus. Ich liebe es. Ich liebe, wie scheiße das aussieht. Leute, no shame, wirklich. Ich hoffe, es liegt nicht noch irgendwie so eine Bärenfalle am Boden, Resident Evil 4-Style. Weil, boy oh boy, würde ich die nicht erkennen. Okay, 4 von 5. Nehme einfach mal an, dass dann hier in der Area das letzte Ding irgendwie liegt. Ah, oh, hervorragend. Sogar von hinten dran gekommen, mega. Open the door. Ich hab die ganzen Pläne kaputt gemacht, jetzt kann ich sie. Keine Computer hier. Da werden eh nur illegale Sachen drauf gemacht, ich sehe das sofort. Da wird komplett Raccoon City wird benutzt jetzt, um irgendwelche Sachen zu laden. Aber was man sich auch in 98 irgendwie hätte laden können. Ich meine, mit der Internetgeschwindigkeit von 1998, wie lange würdest du überhaupt brauchen, selbst so in 480p einen Film runterzuladen? So, oh Junge, nur noch eine Woche, dann kann ich mir endlich die Maske ansehen. Ja, hier, das ist der Liquor Room, genau. Nikolai, what the hell are you doing? Der Mann hat echt keine Chemistry Literacy. Ja, warum auch? Ich weiß, was eine Emulsion ist, mehr brauche ich nicht. Nikolai, stop! Halbnackt Pfannkuchen machen und keine Schürze tragen ist sehr gefährlich. Aber ich finde, das ist dann auch. Also, da habe ich auch ehrlich gesagt ein wenig Mitleid, finde ich. Das ist dann so, man sollte sich, natürlich ist es scheiße, wenn man sich dran verbrennt, ist jetzt nicht, dass ich dann daneben stehe und sage, haha, aber ich kann jetzt auch nicht wirklich Mitleid dafür empfinden, wenn es passiert. Das ist so bei vielen Dingen, die man im besten Fall nicht nackt machen sollte und sich dann dazu entscheidet, nackt zu tätigen. Noch mal ein bisschen Feuer hier rein. Die haben auch so riesige Pranken. Die haben auch so gigantomanische Hände. Einfach die ganzen. Weil ich weiß, das soll dann so. Oh, richtig krass. Du kämpfst hier gegen diese ganzen starken Resident Evil Gegner. Aber ich finde, das macht dann eigentlich. So, Licker sind ja eigentlich mit so der gefährlichste Resident Evil Gegner. Ne, etwas, was ja auch, finde ich, das Remake hervorragend rübergebracht hat von 2. Und durch sowas werden die einfach so ein bisschen so viel zu normalisiert, vor allem wenn sie halt so riesige fucking Pranken haben.
Also Operation Raccoon City, ich würde einfach mal sagen, das ist so das... Das ist so das Insect Armageddon von Resident Evil. Okay, natürlich braucht es die Black Card. Natürlich. Wie hätte ich auch denken können, ohne die Black Card hier rauszukommen. Keine Ahnung, wie man der Scheiß überhaupt ausweichen soll. Das kommt auch so gefühlt einfach wie aus dem Nichts raus. Hat irgendjemand von euch die Black Card gesehen? Bist du die Black Card? Da ist die Black Card. Oh mein Gott! Ich hab das einfach keinen Bock mehr auf euch. Okay. Ich geh jetzt einfach gepflegt nach draußen. So, ich nehme mal kurz ein bisschen kleinen Snack mit. Hier wird auf den Arsch geschossen und dann gehen wir jetzt einfach raus. Und der Rest von meinem Team kann einfach da drin machen, was sie wollen. Wenn die noch da irgendwie ein bisschen feiern möchten, das ist okay. Ich brauch das nicht. Das ist auch definitiv, ich renne um mein Leben Geschwindigkeit. Ganz klassisch. Zack, nochmal hier dran. Oh, yeah, baby. Nein, ich bin in der Umgebung hängen geblieben. Ihr blöden Arschnasen. So, noch schnell mal ein paar Kills farmen hier. Ich meine, keine Ahnung, was ich irgendwie brauche für das beste Ranking, aber passt schon. Nein, ich hätte einfach noch 16 Leute töten müssen. Aber du brauchst doch einfach alle Collectibles. Alter, ich habe 11 Collectibles gefunden und das war einfach B. Ich habe 11 Collectibles gefunden und es war B. B wie besser mehr Collectibles finden. Oh. Emil hat auch schon mal Tage gedauert. Ja, ich weiß gar nicht mehr, was die Reihenfolge war. War es zuerst Bear Share oder dann? Würdest du im Wald lieber Bearshare oder Emule treffen? Ich glaube, bei mir war es... ich glaube zuerst Bearshare und dann Emule. Und dann Limewire. Und dann das mit dem blauen Frosch. Das hieß am Anfang irgendwie anders und dann haben sie es in Azure, glaube ich, umbenannt. War das... Warte mal... Torrent... Blue Frog Logo. Views! Das war's! Fuse! Fuse! Wie der Tee. Der Futze-Tee. Fuse, ja. Und das haben sie, glaube ich... Das ist glaube ich, nachher umbenannt worden. Nee, nicht in Azure, sondern in... Ah, nee, das war vorher. Ach, das war andersrum. Okay, das ist nachher Views genannt worden. Und vorher hieß es Azurus? Azurois. Ich habe keine Ahnung, wie das genau dann ausgesprochen werden soll. Genau, und Views hieß es später. Das war der blaue Frosch. Das habe ich dann früher die ganze Zeit benutzt. Aber ich glaube, aktuell ist so QTorrent so das Beste, was du benutzen solltest. Der Futze-Tee, ja, genau. Ja, ich meine, das wurde mit V geschrieben, aber trotzdem, ja. Azure ist die Cloud von Microsoft. Und dann so, Entschuldigung, dass ich die ganzen hervorragenden Begriffe der Firmen durcheinander bringe. Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei Herrn Microsoft. Kazaa habe ich nie benutzt. Wenn ich mich recht erinnere, werden die Requirements auch leichter auf Professional aus irgendeinem Grund. Aber ich glaube, brauchtest du nicht trotzdem noch alle Collectibles oder so? Ich bin nicht mehr sicher. Das heißt MicroTorrent. Warum benutzen die dann ein fucking Q dafür auf dem Logo?
Ich weiß, es ist der griechische Buchstabe. I know. Aber ich guck da immer drauf und bin so, sieht aus wie ein Kuh. Ich liebe auch, dass wenn ich QTorrent eingebe, dass der auch kommt. Ich glaube wahrscheinlich auch, wenn du UTorrent oder so eingibst, ne, dann kommt es wahrscheinlich auch. Ja. John Microsoft spinning in his grave. Oh, wer kennt ihn nicht, den guten John Microsoft? So, jetzt habe ich wieder 17.000. Kann ich noch irgendwas? Das habe ich ja voll alles, ne? Und das habe ich auch voll. Das andere brauche ich nicht. Mr. Microsoft ist bestimmt sauer. Rizzy, vielen Dank für die 10 Euro. Vielen Dank. Dafür darf ich jetzt auch weiterhin die Sachen falsch aussprechen. Ich wollte mal die Bolt Action Rifle ausprobieren. Die habe ich ja nämlich freigeschaltet, glaube ich, wegen der Stats. Gucken wir das mal an. Und hier brauche ich noch ein bisschen. Wie viel haben wir jetzt? 18,48. Ich glaube, ein Level sollte ich noch schaffen, oder? Ich glaube, eine Stage sollten wir noch hinkriegen. Das ist zumindest das Gute daran. Dass du es einfach so ein bisschen so durchziehen kannst. Jo, wir schaffen das. Wir Bob der Baumeistern das jetzt einfach. Access. A number of survivors in Raccoon City may still have information that could damage the corporation. We don't have time to hunt them down individually. Das ist einfach, ja, wir haben hier ein bisschen, mach einfach 200 Filter drauf, ja. Irgendwelche, vor allem, das auch immer diese UI-Scheiße bei solchen Videos so nie irgendeinen Purpose hat. Ich hasse das auch bei Filmen. Das ist so ein Pet-Peeve von mir, wenn du diese futuristische UI hast in so PCs oder bei irgendwelchen Demonstrationen und so, du hast irgendeinen Gewichse die ganze Zeit drumrum und Dinger, die aufploppen oder sonst was, und es würde einfach in echt nichts jemals würde so konzipiert werden. Es soll einfach nur so, oh, in der Zukunft, da haben alle vollkommen sind einfach zu oft gegen die Wand geschaukelt und deswegen halten die das für gutes UI-Design. Ist aber auch, ist gut lesbar. Ich glaube, ich sollte meine ganzen Schüsse nicht dafür verschwenden. Habe ich eigentlich mehrere Abstufungen? Glaube nicht. Ich glaube leider nicht. Aber gehen wir mit unserer Bolt Action Rifle durch. Ich Bolt Action alle Leute weg hier. Oh, ich glaube, das Ding ist am Ende. Hier geht's auch am Ende wieder raus durch den Level, ne? Ich glaube, der ganze Quatsch fängt nachher an zu brennen. Ja, der extra für uns vorbereitet, so eine kleine Präsentation. Gegen die Wand geschaukelt. Ich finde, das Beste, was ich letztens mal gehört hatte, war, die hat's früher wohl in den Kinderwagen gehagelt. Das fand ich. Das hatte mich kalt erwischt. In den Kinderwagen gehagelt hat mich kalt erwischt. Schauen wir noch was Trashiges nachher. Ich glaube, ich habe nicht die Zeit dafür. Weil ich habe, wie gesagt, eine Podcast-Aufnahme. Aber ich muss den einfach hier in ihre garstigen dicken Hände reinschießen. Die sehen mehr aus wie die Zombies aus einem Timesplitters als in Resident Evil. Aber ich glaube, für die ist es ein bisschen Verschwendung, meine normale Waffe zu benutzen. So. Aber die können jetzt ein bisschen wieder einfach so gefurzt. Und einfach der Schuss der Waffe hat mehr Impact.
Aber er kann nicht mal durch mehrere Gegner gleichzeitig schießen. Das ist schon ein bisschen lame. Das ist ein bisschen lahm. Zack in den Sack. Zack rein. Was willst du eigentlich hier? Die mit ihren komischen roten leuchtenden Sensoren da. Oh! 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 Bury me! Bury me! Es ist immer noch eines der besten Videos aller Zeiten. The animals are dying. Working perfectly. Resident Evil Future Perfect, Alter, ich hätte. Es tut einfach immer noch so weh. Ich wünschte, ich hätte es einfach nie gewusst, dass sie an einem neuen Timesplitters gearbeitet haben. Vor allem, dass es wirklich führende Leute aus der damaligen Entwicklung bei Free Radical waren. Das macht es einfach noch so viel trauriger. Na, als ich das gelesen habe, habe ich wirklich gedacht, so, boah, ich wünschte, ich wäre die Person. Ich wünschte, ich wäre die Person gewesen, die ich vor 5 Sekunden noch war. Weil das ist so eine Sache, die kannst du einfach nicht mehr, ne? I can't unlearn that shit. Ja? Was war das denn gerade? Boah, einfach mal dem Jürgen den Arm hier reingeschossen. Der hat aber echt was ausgehalten. Also außer die nehmen im Arm keinen Schaden. Boah, das tut mir leid. Voll in die rechte Titte. Das muss wehtun. Okay, hier hat man ein bisschen Munition. Falls mich jemand irgendwie attackieren sollte, kann ich das Ding benutzen. Können wir alle da rausbleiben? Ich liebe einfach, dass es jedes Mal wieder diesen Zoom da rein gibt. Das ist das, was ich mir unter einem Zoom-Meeting vorstelle. Aber jetzt soll ich nicht da. Ja, find the Keycard. Der ist da rechts drin. Leute, was meint ihr eigentlich? Wie hoch ist die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass der neue Beetlejuice-Film nicht scheiße sein wird? Ich tendiere zu 15%. So, hey gut, sie haben den Großteil vom Cast. Ne, bis auf den Pädophilen, den haben sie gekillt in der Story. Was ich ziemlich gut finde. Das ist eine gute Entscheidung. Einfach zu sagen, ah, okay, den Pädophilen, seinen Charakter, den killen wir einfach am Anfang vom Film. Ne, aber ansonsten, ich glaube, die einzigen, die halt nicht da sind, ist das, ich weiß nicht mehr, wie die heißen im Film, halt das fucking Ehepaar, was am Anfang stirbt. Die eigentlichen Protagonisten vom ersten Beetlejuice. Alec Baldwin und die andere. I'm sorry, I don't. Not beating the allegations. Zack, draufgeschossen. Dann vor allem, dass du halt Michael Keaton in der Hauptrolle nochmal zurück hast. Aber dann hast du eben auch einfach den Faktor Tim Burton. Weil, meine Fresse. Wann hat der Mann das letzte Mal einen guten Film gemacht? Ich meine, ich muss immer noch Big Eyes gucken. Aber ich frage mich, ob das dann auch einfach, wenn der Film gut sein sollte, mehr an Christoph Waltz liegt, als an der Regie von Tim Burton. Weil, boah, Alter. Vor allem, wenn es halt um solche Fantasy-Sachen geht, ne? So Alice in Wonderland, absolut ass. Der Dumbo-Film, absolut ass. Das bisher gezeigte Material im Trailer ist dann wieder so, machen wir einfach nur das gleiche nochmal. Nochmal irgendwie Fanservice dafür. Ich will halt einfach, dass es gut wird, aber ich glaube nicht daran. Aber die 15% in mir, die kriegen mich wahrscheinlich ins Kino.
Ich muss mal mit Janneke irgendwann das fucking Musical gucken. Ich meine, Janneke nötigt mich dazu sowieso schon seit Jahren. Ja, geht zusammen mit Bombe. Ja, ich glaube, das ist auch eine gute Idee. War hier nicht noch irgendwo Munition? Boah, Alter, du mit deiner dreckigen Arschzunge. Kurz anschießen. Boah, richtig den Arsch rausgeblasen. Das hast du gemerkt. Oh, jetzt habe ich das Ding angezündet, super. Und es bringt mir absolut gar nichts, glaube ich. Kann ich das aufnehmen? Danke sehr. Alter, woher soll ich das überhaupt sehen? Dass da irgendwas mit dieser Zunge herkommt. Aber ich meine, es macht zumindest jetzt nicht viel Schaden, aber es nervt halt permanent, da irgendwie reingeblasen zu werden. Filme mit Bombe gucken ist immer eine gute Idee. Ihr tut so, als ob ihr alle mit ihm im Kino wart und das wüsstet. Ich meine, I agree. Aber ich habe das Gefühl, ich hätte irgendwelche Ereignisse, Geschehnisse verpasst. Oh no, how will I ever get through this? Zack, vor den Kopf geschossen. Wie viel hältst du? Alter, wie viel von den Schüssen hält der? Und dann werde ich auch noch von der Seite hier angebumst von irgendwas. Dafür habe ich den letzten Schuss verbraucht. Sehr gut, Björn. Macht Bombe auch irgendwelche Furzwitze im Kino? Nee, da wird dann schon der Film geguckt. Selbst bei Cats sind wir damals alle ruhig geblieben. Also ich meine, klar, wir haben uns kaputt gelacht zwischendurch. Aber das war jetzt nicht, dass dann einfach permanent jemand in den Film reinredet. Also zumindest nicht, wenn du halt im Kino bist, weißt du, das ist so. Ich finde, selbst wenn du einen schlechten Film gucken gehst, dann gibt's irgendeine gewisse Etikette. Außer Sneak Preview. Ich finde, in der Sneak Preview ist alles erlaubt. Also wenn der Film halt dann scheiße ist. Weil da ist dann niemand reingegangen und wollte einen schlechten Film sehen. Das ist einfach so, ja okay, gucken wir mal, kriegst halt den Film günstig. Ist meistens einer, der noch nicht im regulären Programm dann noch irgendwie raus ist, oftmals. Und dann kriegst du halt irgendwie was Beschissenes geboten. Dann ist es so, oh nein, es ist irgendeine deutsche Komödie, von der ich nicht mal wusste, dass die existiert. Bombe ist auch ein guter Puff-Reviewer. Was verpasse ich da die ganze Zeit? Die Leichenbraut ist noch gut, Frackenweenie habe ich noch nicht gesehen. Du meinst Corpse Bride? Der Film ist 20 Jahre alt. Also ich kann Tim Burton nicht auf Filme bewerten, die 20 Jahre alt sind, sondern auf den Film, die er so in den letzten 10 Jahren eher gemacht hat. Aber vor allem war bei Corpse Bride nicht auch noch, ich glaube, der war aber nicht alleine in der Regie. Ich meine, ich finde das eh immer noch super weird, dass es Tim Burtons Nightmare Before Christmas ist, obwohl er, ich meine, so das Story-Konzept ist von ihm und ein paar der Charaktere, aber ansonsten hat er mit dem Film nichts Großartiges zu tun. Das ist echt das schlechteste Gunplay, was ich jemals im Spiel gesehen habe. Oh, da gibt's. Da kennst du die wahren Abgründe noch nicht. Wie viele Filme in den letzten 10 Jahren gemacht? Like 4? Warte mal, Alice in Wonderland war 2. Das sieht so kacke aus. Alice in Wonderland war 2.10. Wir müssen noch mal gucken, was danach. Ich glaube, das 1 ist. Wie gesagt, Big Eyes habe ich nicht gesehen. Das müsste ich noch mal gucken. Aber das ist auch kein Fantasy-Film. Butch.
Ja, der Director von Nightmare Before Christmas, das ist ja auch der Director von Coraline. Command, is the blight drop is down. Ist von Coraline, von wie heißt das? James and the Giant Peach, den ich tatsächlich leider auch noch nicht gesehen habe. Monkey Bone, was ich immer noch. Den Film muss ich, glaube ich, nochmal gucken. Weil das ist, glaube ich, der einzige Film, den er gemacht hat, der auch Real Life, weil das ist so Stop Motion mit aber echten, mit echten Schauspielern kombiniert. Das war ja mit Brandon Fraser in der Hauptrolle. Ja, das war Nightmare Before Christmas, James and the Giant Peach, Monkey Bone, Coraline und den habe ich letztes Jahr mit Janneke gesehen. Der Netflix-Animationsfilm mit Kay and Peele. Gwendol und irgendwas oder so. Der war okay. Ich glaube, ich hatte mir einfach ein bisschen zu viel versprochen. Basierend darauf, wie sehr ich halt Coraline und Nightmare Before Christmas mag. Einfach nur so eine Feuerwand. Geh mir aus dem Weg, Geringverdiener. The morgue should have a loading dock. We can einfach am Brennen in der Zwischensequenz. Oh ja, genau, jetzt kam die Hand da hinzu. Ich weiß gar nicht, ich muss auch eigentlich gar nicht reinzoomen, ne? Aber ich finde es einfach lustiger, reinzuzoomen. Die halten aber auch eine Menge aus, muss ich sagen. Das ist nicht so wie in Revelations. Ich meine, okay, in Revelations kämpfst du aber auch teilweise gegen so 5, 6 auf einmal. Aber in Revelations machen die auch ihren geilen Backflip, den hast du hier nicht. Danke, ich wollte eigentlich das Heilkraut annehmen, aber ich habe leider nur das Feuer aufgenommen. Okay. Oh fuck, ich habe irgendeine andere Waffe aufgenommen. Scheinbar hat er auch keine Augen, dass er sich von der Brenn. Alter, wo fange ich denn wieder an das Feuer die ganze Zeit? Wer hat vor allem diese fucking Jigsaw-Fallen überall? Yeah, we did it. Rack on Hostel. Dieser Counter-Strike AWP Quickscope, ja. War das denn? Bist du jetzt hier noch komplett durch die Stadt durchgegangen? Oder war das im nächsten Chapter? Ist das jetzt noch, wo du bis zur Tankstelle gehst? Oh fuck, jetzt kommen auch die normalen Gegner direkt dran gestorben. Kann ich wieder bis ein paar Hunter haben? Okay, das ist cool. Okay, das ist cool, dass ich eine Flash werfen kann, sodass die alle benebelt sind, bis die Zombies kommen. Leute, ihr seid Resident Evil Zombies. Das ist nicht 28 Days Later, okay? Das ist nicht plötzlich Left 4 Dead geworden. What the fuck is going on? Okay, kann ich irgendwie nochmal. Wie einfach direkt der nächste kommt! Ich bin noch in meiner Animation. Ich dachte, okay, der Typ hat mich gerettet. Okay, wo ist das Ammunition Depot, was ich übersehen habe? Okay, hier ist nur Green Herb. Hier ist doch irgendwo noch. Da liegt ein bisschen Munition.
Ich wollte eigentlich nicht das Ding hier aktivieren. Vielleicht hier hinten noch. Oh mein Gott, ich erinnere mich, das war die scheiß Multiplayer-Karte, die wir die ganze Zeit gespielt haben. Da gehst du, da ist dann hier noch die Tür auf und du gehst dann die ganze Zeit von da nach da. Um so einen komischen Infection-Multiplayer-Modus zu spielen. Wann glaubst du, kommt Resident Evil 9 nächstes Jahr? Das, was die eigentlich aktuellen Gerüchte auch gesagt haben. Ist auch der Kram, den ich ebenfalls gehört habe. So, mein letzter Stand war, dass Resident Evil 9 dieses Jahr angekündigt werden soll. Wahrscheinlich auf einem Sony-Event. Wie das damals bei Resident Evil 2 Remake der Fall war. Keine Ahnung, ob du da Granate reingeworfen hast, aber vielen Dank. Und dass es dann nächstes Jahr rauskommen soll, aber sich ursprünglich verzögern sollte. Und das, was wohl jetzt passiert ist, das, was man auch eigentlich gedacht hatte, war, dass Capcom dann eben also Ressourcen aus anderen Teams holt, damit eben Resident Evil 9 noch vor Ende des Geschäftsjahres fertiggestellt werden kann. Damit das Spiel dann eben spätestens bis März nächsten Jahres erscheint. Und das war laut jetzt den letzten Berichten auch scheinbar der Fall. Also ja, ich würde damit rechnen, dass dann, wie gesagt, die Ankündigung kommt dann wahrscheinlich jetzt im nächsten Monat. Von dem, was ich damals gehört hatte, war es, glaube ich, irgendwie ein Sony-Event oder so. Aber das sind Sachen, die können sich halt immer noch ändern. Wenn das noch nicht irgendwie vertraglich festgelegt ist oder so, das könnte auf dem Summer Games Fest dann nachher genannt werden. Das könnte auf einem Sony-Event, sonst wo, ne? Aber da soll es irgendwie angekündigt werden. Und dann nächstes Jahr, Anfang des Jahres, die Veröffentlichung. Also so wie es Capcom eigentlich auch die letzten Jahre gehandhabt hat. Yo, Cliff, was geht? Was geht ab? Ich hoffe, alles gut bei dir. Lang nichts mehr gehört. Ja! Genau, das war der Part. Ich meinte eben so, ja, das ist das eine Ding, wo man gut im Park knutschen kann, scheinbar. Es sollen, glaube ich, die Crimson Heads sein, deswegen laufen die dann so mega schnell. Aber ich finde, die sehen halt nicht aus wie Crimson Heads in Resident Evil 1. Die sehen einfach nur aus wie die normalen Zombies mit ein bisschen Face Paint. Überarbeitet wie immer, aber still breathing. Ja, same, bro. Same. Freue mich jedes Mal, wenn ich dann zwischendurch mal doch deine Stimme in einem Game 2-Beitrag höre. Ah! Ich liebe, wie schnell die Gegner irgendwie in die Ragdoll reinfallen, sobald du sie dann tötest. Oh, Clock Tower, let's go! Okay, let's wait. Also ich muss noch alle Amps collecten, natürlich. Wie konnte ich das vergessen? Wie konnte ich vergessen, dass ich noch alle Amps collecten muss? You need an EMP? Okay, von wem? Hinter mir? Irgendwer anders jetzt da hinten? Alter, ich sehe teilweise, ihr schießt dann irgendwo da ins Nirgendwo rein. Und da wird dann scheinbar ein Gegner sein. Ich meine, ich weiß ja, ich glaube nicht mehr, dass du hier noch reinkommst in den Clock Tower. Ich finde nicht, dass die richtigen Klauen haben wie im Original Resident Evil. Vor allem das Problem ist, dass natürlich die normalen Zombie-Gegner sowieso schon riesige Pranken haben und es dann hier nicht wirklich auffällt. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade beide aufgenommen habe. Einfach weil ich es kann, weißt du? Build different. Oh, das war glaube ich diese beschissen. Musstest du jetzt die Granaten da irgendwie reinwerfen? Da
Hervorragend, Björn. Ich habe nur noch im Kopf abgespeichert, dass es eine Sequenz war, die ich nicht besonders mochte. Warte mal, liegt hier eine andere Waffe? Nee, da lag. Ah, jetzt habe ich es. Okay, ich habe es aufgenommen sogar, lol. Alter, ich sehe dich nicht mal richtig. Zum Glück hat er sein rotes Visier. Seinen roten Laserpointer, mit dem man ihn gut erkennt. Ja, teilweise schießt du auf die Gegner auch drauf. So, manchmal haben die Trefferfeedback, aber teilweise scheint die das auch irgendwie nicht zu jucken. Ich finde einfach die Vorstellung lustig, dass halt wirklich während Resident Evil 3 das genauso stattfand. Das ist so, weißt du, du hattest den Encounter an der Tankstelle mit Nikolai und dann ist er nachher hingegangen zum Clock Tower und hat erstmal gegen so Umbrella Operatives gekämpft. Und währenddessen liegt Jill irgendwo hinten rum. Aber ich meine, ich find's ehrlich gesagt ganz gut, dass es so offensichtlich non-Kanon ist, weil da muss man sich auch jetzt nicht irgendwie drum sorgen oder irgendwie denken, oh nein, so ein Spiel beeinflusst die Resident Evil Lore. Was ja auch sowieso nur irgendwelche geschädigten Leute wie mich interessieren sollte. Aber das ist dann zumindest immer noch so, okay, alles klar. Das ist nicht wie Silent Hill Book of Memories, was den kompletten Kanon der gesamten Serie umschreibt. No joke. So, für Leute, die das nicht wissen sollten, Book of Memories, das Buch, was es in dem Spiel gibt, hat jedes einzelne Ereignis aus komplett Silent Hill beeinflusst. That's super fun. Das ist so ein Spiel, das musst du einfach als Nicht-Kanon ignorieren, weil es ansonsten alles zu dämlich machen würde. Book of Memory, war das Spiel, wo sie am Ende Silent Hill reingeklatscht haben? Nein, Book of Memories ist als Silent Hill-Spiel entwickelt worden, von vornherein. Das war das Ziel, die Aufgabe war an Way Forward von Konami. Sie wollten ein Silent Hill-Spiel haben mit einer endlosen Loop. Na, also, dass du halt etwas hast, wo immer weiter Content generiert werden kann. Das war das Wichtige. Und das heißt, am Anfang hatte Way Forward ein Konzept, was wesentlich mehr Rätsel- und Kampfsystem kombiniert hat. Aber dadurch, dass eben der... Ne, dieses quasi so ein bisschen im Zuge von, ich weiß damals nicht Live Service, aber ne, du musst es halt ein bisschen mehr aus dem Spiel rausholen. Das war der Vordergrund, dann ist daraus eben so ein Dungeon Crawler geworden. Das Spiel ist deswegen so geworden, wie es ist, wegen den Vorgaben, die Konami gemacht hat. Nice! Mutschein, so eine Art Mensch. Das fand ich war immer noch, also das beste Easter Egg war immer noch in Toastwire. Also kein Easter Egg wirklich, aber weil so in your face, es ist halt eher das Easter Egg, dass du wissen musst, dass Shinji Mikami es gespielt hat. So, du findest auch ein Piano in einer Nebenmission von Ghostwire Tokyo und dann wird darauf auch die Mondscheinsonate gespielt. Und das ist eben ein Recording, was Shinji Mikami selber eingespielt hat. Und das ist halt super geil. Das ist halt so, ne, wenn du das dann weißt, dann bist du so, oh, okay. Ziemlich cool. Das wird dann von so einem Hahaha-Ding, ne, so Hahaha, I get it. Okay. Zu, oh, that's pretty neat. Wolfpack Management is not sure what's. Was ist das eigentlich hier? We'll keep looking into it. Pump Action. Ja, nehmen wir einfach mal die Pump Action. Nehmen wir einfach mal eine Shotgun. Wie die einknicken. Oh, und sich sofort einfach hinlegen.
Der Level ist doch ein bisschen länger, als ich gedacht habe. Reach the power plant. Spec Ops! Spec Ops! Ich werde mich nach meinem liebsten Third-Person-Shooter fragen. Oh, da kommt ja noch einer von der Seite. Was soll das denn? Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich mich besser in Deckung gesteckt. Die doch einfach auf einen zugerannt kommt. Ich liebe die KI. Spec Ops The Line, das ist wie Marco Polo. Spec Ops The Line. Das ist, wenn man mit mir solche Wasserspielchen macht. Ja toll, ich kann auch meine Dinger werfen. Einfach mal einen Kopfschuss ausgehalten. Natürlich. Nee, ich bleib jetzt bei der Pump Action. Sag dir. Du brennst. Du brennst. Ich hab gesagt, du brennst. Die einfach so random aufhören, wieder zu brennen. That's not how fire works, guys. Aber okay. Fucking Drama Queen. Das ist exakt das, woran ich auch denken musste, die Szene aus Uncharted 2. War die eigentlich auch in, ich weiß gar nicht mehr, war die auch in 3? Sie ist in 4. Sie ist auf jeden Fall in 4. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob du das Marco Polo Ding in, ach doch, das ist aber, wenn Nathan alleine ist, glaube ich, ne? Ist das auf dem, wo du auf diesem Kreuzer, dem Kreuzfahrtschiff bist, ne? Da gibt es, glaube ich, eine Szene, wo er das alleine mit sich selber sagt. Das sind allen. Es gibt 4 Uncharted, das ist in allen 3 Spielen. Ich weiß, was du meinst. So, ab dem 2er, ja. Nee, aber beim Vierer weiß ich noch. Das ist dann mit Sam zusammen. Bevor du auf die Pirateninsel stößt. Also quasi das Letzte, was du machst vor der Verfolgungsjagd, mit dem das Spiel beginnt. Spec Ops! Also wenn Leute wieder sehen, dass ich auf ihr Video reacted habe. Spec Ops! Ich finde Schrotflinten in Videospielen sollten einfach auf jede Distanz funktionieren. Warum die Waffen nerfen, wenn man auch einfach mit ihnen Spaß haben kann, weißt du? Einfach auf die unendliche Distanz. Und wenn du es schon auf die Distanz basiert machst, dann mach's wenigstens wie. Dann mach's wenigstens wie in Gears of War mit der Gnasher. Oh, ich weiß, dass das ganze Meta des Multiplayers leider deswegen daraus besteht, einfach nur mit der Schrotflinte an die Leute dran zu laufen und die kaputt zu schießen. Aber meine Fresse, ist das im Singleplayer eine befriedigende Waffe. Holy shit. Ich muss einfach wirklich sagen, also das ist eine der besten Shotguns im Videospiel. Ich habe eben die ganze Zeit links am Steuerkreuz gedrückt. Ich dachte einfach, ich hätte das schon. Oh. Das ist doch. Oh, jetzt fehlt mir. Ja, toll, jetzt habe ich die Sachen nicht mehr. Super. Ich habe da drauf gedrückt und dann dachte ich einfach, ja, okay, der Charakter macht das dann jetzt schon. Ich kann dann eben weiterschießen, aber nein. Ja, immerhin habe ich jetzt meine Sackschusswaffe wieder zurück. Zack, in den Sack geschossen.
Hallo, kommst du mit deinem Sack mal wieder her? Ja, ich kriegst halt in den Kopf rein. Der ist aber auch schon ziemlich special, wenn er das aushalten kann. Was kommst du denn hier? Boah, Großplankenkraut, Claudia. Komm, guck mal. Da steht ja noch einer. Vor allem, was für eine Camo ist das eigentlich? Haben die gedacht, Raccoon City? Oh ja, das sind irgendwie die Arklay Mountains in der Nähe. Ach toll. Ah, ja super, jetzt bin ich... Beste. Ich geh mal kurz zum Anfang-Ding zurück. Hab ich auch gedacht. Ja, Raccoon City, das ist wahrscheinlich komplett unter Schnee hier. Im Sommer. Da ziehen wir unsere weißen Camo-Sachen an. Ich liebe, wenn man sich erstmal so positionieren muss, dass der kontextsensitive Button zum Aufnehmen richtig erscheint. Nein, davor stehen, das geht nicht. Du musst ein bisschen weiter entfernt sein, Björn. Erst dann kannst du es aufnehmen. Von wo? Ey, sorry, aber das kam gerade echt wie aus dem fucking Nichts. Wo ist der überhaupt? Ich habe nur irgendwo... Haben meine Kollegen den jetzt kaputt gemacht? Kann von euch keiner Knöpfe drücken? Ja, komm. Vor allem auch wieder dieses in den ganzen Multiplayer-Titeln, so du kannst deine Kollegen wiederbeleben, aber deine Kollegen können dich nicht wiederbeleben. So, wofür habe ich die Sacknasen dann? Die können nichts drücken, die können nichts aufheben, die können mich nicht mal wiederbeleben. Wofür sind die eigentlich da? Um Granaten zu fangen, dafür sind sie da. Sorry, aber haben Zombies keine Augen? Die einfach so gegen Blendgranaten immun? Zombies, die kann man nicht blenden. Das ist unmöglich. Die sind unblendbar. Deswegen können die auch nicht auf Propaganda reinfallen. Geil, dass der Button-Prop nicht kommt. Ich liebe es. So, bevor jetzt gleich die nächste Truppe irgendwie erscheint. Alter, der fucking Button, der kommt, wenn du weiter wegstehst. So bloß nicht nah genug dran stehen, sondern weiter wegstehen. Aber die sind mal wenigstens geheilt. Alter, von... Ich sehe nicht mal, von wo ich irgendwie richtig beschossen werde. Ist da oben jemand drauf? Oh, fucking Nikolai, natürlich. Da, nimm einfach 5 Kopfschüsse. Jetzt rennt er natürlich wieder weg, die feige Sau. Ein Scheiß einfach. Oh. Ja, jetzt habe ich keine Lebensenergie mehr. Gut, dass die Blendgranate gar nichts gemacht hat. Ja, kann mich irgendjemand von euch heilen? Nee, wahrscheinlich nicht. Alter, ich sehe die nicht mal. Ich sehe auf der Karte, dass da irgendwo was Rotes ist. Und dann sehe ich nirgends. Oh, jetzt muss ich den ganzen... Oh nein. Oh. Das ist doch einfach ein Krampf.
Waffe macht Max Damage im Spiel, aber teilweise tanken die dann auch mal irgendwelche. Oh, jetzt bin ich wieder in der Umgebung fest. Immer das Beste, Hitscan-Weapons in so einem Spiel zu haben. Ich tauche jetzt hier auch wieder irgend so ein Lulatsch auf. Place EMP. Oh. Gerade eben sind wir noch früher rausgekommen. Wofür werfen sie denn überhaupt irgendwelche Blendgranaten da rein? Drei Leute mit dabei, kann ich irgendjemand wiederbeleben? Nein, nur im Multiplayer. So, was ist denn das dann überhaupt? Wenn es doch im Koop geht, warum kann ich dann im Singleplayer nicht wiederbelebt werden? Das heißt, ich habe sowieso schon drei Figuren dabei, die nichts machen. Die vielleicht im besten einfach frame perfect geduckt, mein Guy. So, nichts machen. Ich kann sie wiederbeleben, damit sie weiterhin nichts tun können. Aber wehe, ich bräuchte mal irgendwie Hilfe. Zack, in den Anus geschossen. War das nicht genau drauf getroffen? Ja, dieses Mal hat's funktioniert. Gott sei Dank. Okay, das Ding. Nicht so weit wegstehen davon. Jetzt renne ich einfach. Ich weiß nicht, kann ich jetzt einfach durchrennen? Nee, natürlich nicht. Du bist einfach egal, wo du stehst, wirst du beschossen. Da gehen einfach überall. Einfach mein Team so nutzlos. So unfassbar fucking nutzlos einfach alle. Der liegt im Sterben. Die anderen stehen nur blöd rum. Leute, das könnte irgendjemand von euch gerade einfach mal die EMP da dran legen gerade. Nur mal so eine Idee. Ja? Sind uns alle am Brennen? Oder gehe ich jetzt rein und werde wieder von fünf Leuten... Natürlich. Du gehst einfach sofort rum. Von irgendwo kommt noch einer an und schießt dich an. Oh, meine Fresse, ey. Jetzt stell dir das auf Professional voll fucking ass die Stelle. Hast du vorhin nicht noch gemeint, oh, Professional S-Rang voll easy? Wenn wir die ganzen Lügen entlarvt hier. Immerhin habe ich genügend Leute getötet. Alter, Number of Deaths ist 3 immer noch okay? Wie oft muss ich denn sterben, damit ich keinen S-Rang da drin kriege? Mein ganzes Grading auch einfach nur zerstört, weil ich die Collectibles nicht finde. So, was ist das? Was ist das für eine Logik? Oh.
Deswegen, ich guck mal gerade, was fehlt mir eigentlich überhaupt noch. Das ist ja, genau, das dann überhaupt auf den durchspielen, aber wenn, dann mache ich es halt auch mit dem höchsten Rang. Okay, du musst, beenden sie alle Missionen mit S-Rang im Veteran oder Profi-Schwierigkeitsgrad. Gab's auch nicht Professional S+? Okay, das macht's ein bisschen angenehmer. Du musst es einmal auf Professional machen. Und du musst einmal S+ auf Veteran machen. Ich meine, du kannst auch dann Pro direkt Veteran machen, aber, ne? Und der Rest ist Multiplayer, ja, ne? Sorgen Sie dafür, dass alle vier Mitglieder Ihres Teams eine Sitzung im Überleben-Modus überleben. Eliminieren Sie vier Helden im Helden. Und das musst du halt boosten einfach. Da findest du heutzutage nicht mehr genügend Leute für. Das ist noch das Schlimmste. Absolvieren Sie 98 Mehrspielersitzungen. Das ist einfach pure Qual. Erstehen Sie alle erhältlichen Waffen. Ja, okay, das ist noch Grind-Scheiße. Erreichen Sie die höchste Upgrade-Stufe aller Fähigkeiten, allen Charakter. Ja, okay, das ist an sich auch noch Singleplayer, aber du musst halt grinden. Das kannst du theoretisch auch im Singleplayer machen. Beenden Sie eine Mission des Echo 6 Erweiterungspack im Leon ohne Waffe. Okay, das habe ich nicht gemacht. Echo 6 Erweiterungspack, das sind die DLC-Kampagnen. Töten Sie 5 Tyrants, die kommen, glaube ich, nämlich. Ich weiß gar nicht, ob du. Hast du im Basisspiel überhaupt einen Tyrant gehabt? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kamen keine 5 vor, wenn du. Es gibt auch, glaube ich, gab es nicht noch, genau, noch Super Tyrants, genau, töten sie 3 Super Tyrants. Das ist an sich, spiel einfach die Singleplayer-Karten, wo die vorkommen. Und dann gab es eben auch noch ein paar Multiplayer-Sachen. Also es ist nichts, das Einzige, was halt wirklich beschissen ist das. Also auf S, Professional durchspielen einmal und dann einmal mit S+ alles machen. S+ Professional war leichter als Veteran. Nicht easy, aber leichter als man denkt. Ja, aber das ist. Also. Ich finde, das ist keine gute Aussage. Weil leichter als man denkt, du weißt ja nicht, wie schwer ich das halte. Du kannst ja nicht wissen, wie schwer oder wie viel leichter. Das ist so, oh, der Schwierigkeitsgrad ist von 1 bis 100. Ich glaube, es ist eine 100. Nein, es ist eine 99. Damit ist es leichter als gedacht, aber immer noch kacke schwer. Die große Frage, ist der übliche Unity Asset Flip besser? Also ich habe jetzt zumindest mehr Spaß dran als das, was ich bei Umbrella Core damals gespielt habe. War das Killzone 2 oder 3, wo ich die KI beleben konnte? Dafür müsste ich Killzone 2 oder 3 gespielt haben, das weiß ich nicht. Zack in den Sack Obst, danke. Kein Shotgun wird jemals so OP sein wie die aus Metal Gear Solid 3. Ich bin noch mal überlegen, es gab noch. Die ich halt auch. Ich liebe das Design von der Shotgun aus Prey. Also das Prey 2017er. Aber das hat keinen guten Impact, leider. Aber visuell finde ich, sieht die Shotgun richtig geil aus. Ja, Golden Abyss zähle ich mal nicht. Ich meine, ja, aber so, ich meine halt die Mainline-Reihe, so an die nummerierten. So, ja, ich weiß, du hast noch Lost Legacy, du hast noch Abyss. Lost Legacy ist auch ein gutes Spiel. Abyss ist halt fein. Das musste jetzt nicht existieren, das Ding. Sind eigentlich die Online-Server für Multiplayer auf der 360 noch weiterhin verfügbar? Ja, das Spiel kann weiterhin noch online gespielt werden. Wir haben das letztes Jahr erst gespielt. Die Server dafür sind weiterhin verfügbar. Du kannst, wenn du willst, kannst du die Kampagne zusammenspielen. Du kannst den Multiplayer zusammenspielen. Das geht alles noch. Und dadurch, dass es sonst keiner spielt, ist es relativ einfach, auch Gruppen zu finden. So, beim Multiplayer musst du wirklich. Du musst einfach nur zeitgleich in den Versus-Modus reingehen. Na, du kannst Private-Matches machen, aber du kannst auch einfach Public reingehen und du wirst dich gegenseitig finden, das ist kein Problem.
Nach dem Abschalten des Marketplace dann auch noch. Ja, das ist ja nur der Marketplace. Die Multiplayer-Server und alles, das ist ja das komplette Konstrukt, ist ja Xbox Live. Das heißt, Microsoft müsste die Xbox Live-Funktion für die Xbox 360 abschalten. Und dadurch, dass es ja auch immer noch die Sachen hier implementiert werden, wäre das ein schwereres Unterfangen, das komplett abzugrenzen. So, wo es ja zum Beispiel passiert ist, war jetzt bei Nintendo. Da wurde das ja, es wurden ja vorher schon die Stores geschlossen. Für auf der Switch und auf dem 3DS. Aber vor ein paar Monaten wurden ja jetzt tatsächlich auch die Online, wurden jetzt halt die Multiplayer-Option abgeschaltet. Das heißt, du kannst auch weiterhin, das Ding ist ja abwärtskompatibel, ne? Ich spiele das ja auf der, das ist ja auf der Xbox Series. Das heißt, auch wenn jetzt die Stores abgeschaltet werden in Operation Raccoon City, wird immer noch zur Verfügung stehen. Das wirst du immer noch weiterhin kaufen können, das wirst du immerhin auch die DLCs kaufen können und du wirst auch weiterhin den Multiplayer spielen können. Nee, ich muss jetzt gerade noch schnell eine Kleinigkeit essen. Aber ich finde gut, dass das noch geklappt hat, weil ich dachte eigentlich, ich habe ja für Sachen heute länger gebraucht als geplant. Aber es hat noch halbwegs funktioniert. Ich meine, das waren jetzt die ersten drei Chapter. Ich glaube, das ist die Hälfte von der Kampagne. Kampagne hatte 6 oder 7. Und dann hast du eben noch und die DLCs, die gehen so, nur das Hauptspiel, das ist so knapp 6 Stunden und die DLCs gehen nochmal so jeweils 1 Stunde, 1,5. Also ja. Oh, das ist scheiße. Ja, yeah, das ist scheiße. Sind die 1000 so richtig gewollt? Ja, sind ja Centbeträge noch mit drauf. Deswegen, das war beim letzten Mal das Ziel wurde erreicht mit noch 20 Cent drüber. Deswegen. Wann kommt das Speckobst Operation Raccoon City Esports Event? Nächstes Jahr. 2025. Marke Calendar ist geil. Aber ja, gut. Das soll's gewesen sein. Ich guck mal gerade. Ist noch irgendjemand? Ah, Lilly ist noch online. Dann schicke ich euch mal schnell zu Lilly rüber. Und ich gehe dann gleich in den Podcast. Richtet gerne schöne Grüße aus. Warnt die Leute davor, warnt alle bitte im Stream, nicht Operation Raccoon City zu spielen. Oder vielleicht sagt einfach, hey, ich habe hier von einem richtig guten Pokémon. Was ist das denn? Operation Raccoon City, real shit. Ja, Leute, morgen Abend geht's mit Silent Hill weiter. Genau, morgen Abend machen wir den Rest von Silent Hill Ascension fertig. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wie gesagt, schöne Grüße. Richtet schöne Grüße aus. Ich gehe jetzt noch schnell was essen und dann Podcast-Aufnahme. Wir sehen uns morgen 18 Uhr. Bis dann. Bye!